Hallo. Gut zu wissen, der Finanzratgeber Ihrer Feuerbank Coburg. Meine Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen zum heutigen Fördermittelthema BEG. Wofür steht BEG? Das ist die Förderung der KfW, Bundesförderung effiziente Gebäude für das Thema Wohnwirtschaft, Wohnungsbau, also die komplette wohnwirtschaftliche Nutzung. Mein Name ist Steffen Münch und darf Sie in den nächsten paar Minuten durch das Thema begleiten. Ich möchte Ihnen drei Punkte vorstellen. Der erste Punkt wäre: Was verstehen wir an sich unter Förderung? Der zweite Punkt wäre, was dürfen Sie, müssten Sie gerade beim Thema Wohnungsbauprogramme der KfW beachten, um keinen sogenannten Stockfehler zu begehen? Und der dritte Punkt, was wird konkret von der KfW im Wohnungsbau gefördert? Was verstehen wir unter Nummer eins, was verstehen wir unter Förderung? Unter Förderung ist schlicht und ergreifend, meine Begriffe zu verstehen, geschenktes Geld vom Staat. Das kann entweder in der Form erfolgen, dass Sie direkte Zuschüsse bekommen, direkt den Euro aufs Konto für Ihr Vorhaben überwiesen bekommen oder zweitens einen deutlich günstigeren Kredit seitens der KfW für Ihr Vorhaben nutzen können, was natürlich bedeutet, Sie zahlen deutlich weniger Zinsen. Die letzte Variante wäre die Kombination der beiden, nämlich einen sehr zinsgünstigen Kredit, den Sie am Ende des Tages überhaupt nicht komplett zurückzahlen müssen, weil der Zuschuss, den Sie darauf erhalten, sozusagen die Restschuld tilgt, den Rest des Kredits automatisch abbezahlt. Zweiter Punkt, was sollten Sie bitte beachten, woran sollten Sie automatisch denken, wenn Sie eins dieser Vorhaben im wohnwirtschaftlichen Bereich bei der KfW beantragen möchten? Erstens, Sie müssten bitte immer daran denken, einen von der KfW zertifizierten Energieberater einzuschalten, der dieses Vorhaben mit begleitet, mit bestätigt und Ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht. Die einzige Ausnahme wäre der Heizungsaustausch. Wenn Sie zum Beispiel eine Ölheizung austauschen gegen eine neue Heizung wie eine Wärmepumpe oder eine Holzpelletsheizung, dabei reicht direkt der Heizungsbauer, das Heizungsbauunternehmen aus und Sie benötigen keinen zusätzlichen Spezialisten. Der letzte Punkt, den Sie bitte ganz wichtig beachten müssten, wäre, keinerlei Verträge oder Bestellungen zu unterschreiben, bevor Sie den Antrag bei der KfW gestellt haben. Das ist der sogenannte Vorhabensbeginn bzw. die Vorhabensbeginnklausel. Sie dürfen von daher erst in irgendwelche Bestellungen und Unterschriften weitergehen für Ihr Vorhaben, sei es für einen Neubau oder für eine Sanierung, wenn der Antrag bei der KfW eingegangen ist. Zum letzten Punkt, was fördert die KfW im wohnwirtschaftlichen Bereich? Das wäre einmal das Thema Sanierung, Renovierungen von Einzelmaßnahmen wie der Dachdämmung, wie dem genannten Austausch einer Heizung. Dabei sprechen wir durchaus von Förderquoten von 45%. Wenn Sie eine alte Ölheizung austauschen und mit erneuerbaren Energien heizen, eine neue Heizung einbauen, um eben weniger CO2 zu erzeugen. Weiterhin können Sie komplette Wohneinheiten sanieren auf einen neuen Energieeffizienzhausstandard. Aber natürlich auch insbesondere interessant das Thema Neubau. Neubau kann entweder ein kompletter Hausbau sein, der rein wohnwirtschaftlich genutzt wird, oder zum Beispiel der Kauf einer Eigentumswohnung. In Euro sprechen wir hierbei pro Wohneinheit von Förderungen in Euro von gut 26.000 Euro bis 37.500 Euro. Genau diese Förderungen wurden dieses Jahr zum 1.7.2021 deutlich nach oben genommen. Von daher sehen Sie, es ist eine gute Zeit, diese höhere Förderung in Anspruch zu nehmen. Kommen Sie auf die Kolleginnen und Kollegen der VA Bank Coburg zu. Die Kollegen sind top kompetent, gut informiert über die Programme, beraten Sie gerne. Von daher gutes Gelingen bei Ihren Vorhaben und bleiben Sie uns gewogen. Gut zu wissen, der Finanzratgeber Ihrer VA Bank Coburg.